Hallo. Jetzt wieder eine neue Folge, eine interessante Folge, eine wahnsinnig interessante Folge. Wir sind ziemlich weit gefahren von mir zu Hause bis hier. Wir sind im tiefsten Dithmarschen hinter Heide. Das Dorf heißt Lied. Bin hier noch nie gewesen. Aber wir sind hier bei einem ganz, ganz interessanten Mann, der eine ganz, ganz wahnsinnig interessante Maschine hat. Und dieser Mann ist eine Legende auf der Sandbahn-Rennbahn gewesen. Paul Brinkmann mit seiner Münch. Ist das nicht schön, dass wir das präsentieren können? Moin, Paul. Moin, Andi. Freut mich, dass du hier bist. Ja, klasse. Oder dass ihr hier seid. Dass wir das geschafft haben. Ja, also, ne? Ja. Ganz große Klasse. Wir haben uns schon etliche Male gesehen, aber ihr wolltet immer kommen und jetzt seid ihr hier. Das freut mich sehr. Du hast mich auch immer oft besucht und meine Sachen bewundert, was ich alles so habe. Ne? Ja. Ich habe ja sowas Ähnliches. Ne? Ja, ich weiß ja. Du kennst ja meine Waldfee mit dem Münchmotor. Mit dem Umdreher da, dass das nicht nur rückwärts läuft, sondern auch vorwärts läuft. Ja. Friedel Münch würde sich ja am Grab umdrehen, wenn er meine Maschine sehen will, weil der Motor ja nicht richtig eingebaut wurde. Oder meinst du, er würde das gut finden? Der war für alles offen, glaube ich. Ja, doch. Ich habe Friedel ja mal einmal kennengelernt, da habe ich noch ein Autogramm von ihm gekriegt. Schön. Da war ich schon so ein bisschen tatterig, war ziemlich alt schon. Ja. So. Da habe ich gesagt, Mensch, komm, wenn ich ein Autogramm haben, alle Leute standen da schon Schlange. Er ist ja eine Legende, ne? Er ist eine Legende. Und er kommt eigentlich von Horex, ist ein unheimlich guter Horex-Mann. Ja. Und ich habe auch noch Horex, aber so ein 400er. Und Friedel Münch hat der Horex 500 gebaut. Ja. Mit Trockenkupplung für Straßenrennen und zu meiner Zeit auch für diese Grasbahnzeit mit 500 Kubik, auch mit diesen dicken, fetten Vergaser. Ah, die sind Gespanne gefahren damit, ne? Motoren gebaut für Gespannfahrer. Ja. Hat er also frisiert und nicht solo, sondern die sind gespannt. Gespannt. Kleine Gespannmotoren. Ja. 500er Imperator. Ja. 500er Imperator, normal 400 Kubik, mit den dicken, fetten Vergaser, 500 Kubik. Das konnte gut, ne? Trockenkupplung und auch ein paar Motorräder, wenige mit Straßen zulassen. Habe ich schon mal gesehen, eine. Sind auch Unikat. Ja. Sind Unikat. Klasse. Jetzt zu Münch. Ja, ich habe sie mal. Wahnsinn, ein wahnsinniger Eisenhaufen. Du. Ja. Unglaublich. Du. Ja. Ich habe sie mal kaufen können, Teil restauriert. Ich habe einen ganz, ganz feinen Freund, der in der Nähe wohnt. Der, ohne seine Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Und er betreut mich immer noch. Und wir waren in der vorigen Woche noch mal bei den Vergasern. Er hat schöne, diese Stutzen hat er alle neu gemacht. Guck mal, diese. Das ging so rein und das ging gerade rein. Und die hat er vermessen. Und die gehen jetzt so konisch, jeder, wie der Zylinder das haben muss. Und das ist eine, ein Genie ist der junge Bursche. Toll. Und da hat er mich gemerkt, und das brauche ich dir nicht erzählen. Bau so mal aus drei Stücken, dass es da relativ gerade in den Kopf reingeht. Und das ist seine Arbeit. Toll. Und da haben wir dran gearbeitet, vorige Woche auch noch ein bisschen Kleinigkeiten gemacht, aber ich bin der Meinung, es läuft sehr gut eigentlich. Ja. Und wie gesagt, ich bedanke mich oder ich freue mich, dass er mir hilft. Ja, klasse. Ja, so einen Menschen muss man auch haben. Ja, man muss. Die müssen auch mal loben. Vielen Dank, dass du hier Paul hilfst. Finde ich gut. Weiter so. Ja. Ne? Soll er weitermachen. Nee, man kommt von der Rennerei und ohne Hilfe. Damals ohne Helfer, ohne, auch wenn der Geld immer knapp war, den ich bin Geld gegeben habe, hättest du Probleme gehabt. Aber ja, man muss immer jemanden haben, der einen beiseite steht, finde ich. Das ist auch so, gerade so in der Renngeschichte, da muss man einen Schmiermaxen haben, der einem hilft und dies und das macht. Ja, man hilft und der, ja auch, der auch, aber auch Lust und Enthusiasmus hat, weißt du, der muss dabei sein. Ne? Das war früher so. Ja. Früher war das ganz normal, heute ist das, glaube ich, nicht mehr so, aber egal. Wir haben eine gute Zeit mitgemacht, oder ich jedenfalls. Ich bin total zufrieden. Ja, toll. Aber Friedel Münch, was er da entwickelt hat. Ne? Allein diese riesige Bremse vorne. Ja. Ist das eine doppelte Duplex? Ja. Ne? Beide Seiten. Ja. Ne? Ja, und alles, was er gebaut hat, ist alles sein Produkt. Er hat da ist nichts gekauft. Es sind so ein paar Sachen gekauft, wie so Griffe. Keine Ahnung, und Lenker. Man sieht das eben, das ist jetzt so Magura hier. Wenn du das siehst hier, das ist Honda. Okay. Das sieht aus wie Honda, das kenne ich so von der. Ja, okay. Ja. Aber das ist hier BMW. So das ist BMW, aber alles so Rahmen. Er hat sich alles zusammengesucht. Ja, Achse und Hinterachse und wie gesagt, und was auch so ein Highlight ist, die Schwinge.
ist auch aus Elektron. Oh, und die Schwinge ist gleich Kettenkasten. Ja. Wo jeder von träumt und die Kette läuft in Öl. Ich sehe gerade hier, die hat jetzt original 13.915 Kilometer. Nach der Revision. Ja, nach der Revision. Ja. Nachdem, ich habe sie so halbfertig gekauft. Ja. Und ich bin, also die Kilometer bin ich damit gefahren. Irre. Ja. Zum Treffen und ja. Hier und wie fährt sich so ein Ding noch? Ich bin ja noch nie mitgefahren. Du kannst hier mal hochfahren? Ich glaube, da hast du Probleme mit. Ja? Meinst du? Friedel Mensch kommt vom Rennsport und ja. Die haben einen unheimlich langen ersten Gang. Ah, der muss und wenn ich jetzt, schleifen. Und wenn ich jetzt hier hochfahre, denkst du, lernt der jetzt Motorrad fahren? Weil du die Kupplung schleifen musst. Weil die so also lang übersetzt ich trau ist. Ne? Ich traue dir das zu. Aber bloß, man muss, es ist nicht ganz einfach. Bloß, das sind diese Genies, die wissen nicht, also für die Stadt ist das problematisch. Du mordest die Kupplung. Das glaube ich. Das ist aber der Goldstar ist auch so. Die ist auch so lang übersetzt. Ja. Ne? Das kenne ich auch mehr. Wenn die Goldstar BSAs losfahren, auch mehr mit schleifender Kupplung. Ja, und der erste Gang bis 80 oder ja, so. Genau. Weißt du? 100%. Ja, das ist schlimm. Ganz genau. Hm. Oh, schön, du. Ja. Ja, und was für ein Baujahr ist das? Das ist Anfang 70. Anfang 70. Nummer 135. Und das die 135. Ist die 135. Das ist kurzer Rahmen. Ja. Und nachher hatte die ganze Geschichte kenne ich auch nicht von Ihnen, aber bloß das hat noch mal eine andere gegeben, da war der Rahmen länger. Die hatte schon einen Einspritzer gehabt, ne? Kugelfischer-Einspritzer. Ja, genau. Und darum musste der Rahmen länger werden. Ja. Und darum fährt die vielleicht ein bisschen besser geradeaus als wie diese. Okay, Länge läuft, wa? Aber ich habe da kein Problem mit, das fährt gut. Ja, ich kann mir das vorstellen, dass das Ding gut fährt, so auf normaler Strecke, so, aber nicht so jetzt Kurve und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier so ein Rennmotorrad ist. Nein, das ist das nicht, aber bloß... Das ist nicht sportlich. Aber bloß, wenn du dich da ein bisschen mit einfährst, nicht eine Tour, wenn du 5-6 Touren machst, dann weißt du, wie sie sich benimmt, dann weißt du das. Mhm. Bloß jetzt im Frühjahr, ich muss auch mal erstmal wieder ein paar Touren fahren. Ja, ich meine, ich fahre sicher, aber bloß, denn du musst dich so ein bisschen einfahren. Kann ich mir vorstellen. Ja. Hm. Das war bei meiner Waldfee auch so. Da musste man sich auch erstmal reinfuchsen. Ja, glaube ich. Das war auch nicht so einfach. Aber auch schon für diese Jahre, so 70er Jahre, ist das schon echt ein tolles Design. Ja. Ein eigenwillig schönes Design eigentlich. Ja. Also selbst jetzt, wo ich diese Lampe sehe, finde ich das gar nicht schlimm. Das ist einfach, das ist ja vom Auto übernommen. Ja. Ne? Die Scheinwerfer. Also er hat unheimlich gute Ideen gehabt. Ja, auch dieser Motor mit den großen Ölvolumen, mit den beiden Ölkühlern und der wahnsinnigen Bremse. Und er war schon ein Genie. Und das auch ein Mann, der hat Tag und Nacht gearbeitet. Der hat wirklich viel gearbeitet. Tag und Nacht gearbeitet. Ja. Wo kommt diese Gabel hier? Ist das auch zuerst hat er eine eigene gehabt und dann hat er... die ist ja fett, ne? Wow. Das sind ja bestimmt hier 40er Standrohre. Ja, dicker, du. Das ist eine, zwei Bremsen. Hier musst du noch mal putzen, Paul. Ja, wenn du weg bist, morgen putze ich mal. Du Schlummi. Oh, klasse. Jetzt würden wir die mal hören, wa, Paul? Ja, ich kann mal sehen. Irre, du. Und dann sind das zwei doppelte Weber-Vergaser hier. Ja. Das ist ja auch alles so wahnsinnige Technik, du. Wie geht das denn mit dem Gestänge hier, mit dem Gas und so? Ah, das ist wieder in der Rolle. Ja. Und eigentlich sollst du sie anschmeißen. Und gar nicht so viel Pumpen da dran. Nee, du sollst eigentlich. Eigentlich, sag mal, ein guter Kumpel, zwei, dreimal Gas geben und nur Schub ziehen und nichts machen. Na, will noch nicht, oder? Muss warm lassen. Teuer und da haben wir irgendwas probiert und haben die Ducati gekauft.
kalt. Ne? Aber die Kupplung kommt hier, die Kupplung geht 100% gut. Ja, ja. Die Ladekontrolle hier, ja. Die ging eben an, ja. Ja, schön, ich sehe es mal. Guck mal, das ist 1.400. Wow. Mechanisch, ja, ne? Alles mechanisch. Ja, ne? Ja. Und da war früher der Zündverteiler dran. Ja. Beim Auto. Und hier geht das nicht, der wird so lang sein. Ja. Das geht ja nicht. Nee. Nee. Deswegen habe ich mir auch längs eingebaut. Das stört ja nicht. Ja, genau. Wie lange hast du die jetzt schon? Ah, gute Frage. Ich würde sagen, grob 15 Jahre. 15 Jahre? Ja. Ja. Aber ein paar Jahre gebastelt, ein paar dit und dat und ja. Viele Faktoren spielen eine Rolle. Und der Vorgänger, wie hatte die? Ja, ganz schlimm. Das war ein Harley-Händler. Osnabrücker Raum. Warum keinen Namen nennen? Alle wissen Bescheid. Ja, und der, ich weiß nicht, zu welcher Gruppe er gehörte, der ist totgeschossen worden. Ach. Ja. Der war ein riesen Prozess da in Münster und von der Witwe hat das gekauft, über einen Freund. Den haben sie abgeknipst? Ja. Echt, wahr? Ja. Und den hast du wie gekriegt, oder? Von der Witwe. Klasse. Und da war sie so halb restauriert. Ja. Und viele Leute, die haben sich das nicht getraut und bloß 2-3 Nächte überlegen, entweder ja oder nein. Mm. Ich habe das gemacht und ich denke, ich habe das richtig gemacht. Ja. Also wenn man jetzt so spezielle Teile für dieses Motorrad braucht, man kriegt, glaube ich, auch noch eine Menge, weil das ja alles, ja. Also NSU-Motoren sowieso, ja. Da kriegt man viel noch. In Bayern gibt es einen Mann, ja. Der heißt Pohl und der baut alles nach. Ja. Aber er kann der auch kann, für die Münch speziell jetzt? Ja, ja. Er baut jedes Teil nach. Er kann ein ganzes Motorrad bauen, kann er auch. Ja. Bloß du kriegst ja keine Zulassung. Nee. Ach so. Weil du keinen Brief hast. Ja, ja, ja. Sondern du hast jetzt ein altes Motorrad, was total Schrott ist, und hast einen Brief, da wird dir eine. Dann ist er eigentlich ja nur Ersatzteilversorger. Ja. Ne? Ja. Aber ist ja gut, dass es das gibt. Ja. Klasse, du. Schön. Ja, und denn sonst, wenn jetzt hier mal irgendwas kaputt ist, so wie du schon sagst, jetzt so ein Drehzahlmesser, das kann man auch alles reparieren. Man kann alles teilen. Man kann alles. Bloß wie gesagt, wenn du nicht selber kannst, dann musst du mal so einen Freund haben. Oder, und ich habe einen guten Bekanntenkreis. Also ich bin, ich kann nur Gott danken und zufrieden sein, dass ich diese Leute kenne. Und ja, das ist schön. Das freut mich auch. Mhm. Und habe ich mein ganzes Leben auch gehabt. Ich habe immer gute Leute um mich herum gehabt. Das muss ja unheimlich aufwendig gewesen sein, damals erstmal diese Form zu bauen und das gießen zu lassen. Ja. Ne? Auch die Lampe vorne. Ja. Ja. Was wiegt denn so ein Ding? Weiß auch jetzt. Ach, ich glaube gar nicht mal so viel mehr wie so ein heute so ein Motorrad. Ich glaube 240, 250 Kilo. Ja. Es ist schwer, aber es ist nicht. Ne, es sieht schwer aus. Ja. Ja. Ne? Der schwerste Teil ist der Motor, ganz klar. Hm. Aber alle anderen Komponenten, die hat er richtig leicht gehalten. Ja. Wie gesagt, das ganze Rad, das Vorderrad, das Hinterrad, diese ganzen Anbauteile. Die hat er so leicht wie möglich. Allein so eine Autolichtmaschine hat ja nur so eine. Das ist ja alles so übernommen, was es gab. So, ja, aber bau das mal erstmal alles um. Ja. Der Automotor hat ja hinten Getriebe gehabt. Das Getriebe hat abgeflatscht. Mhm. Und diese ganzen Sachen. Ja, genau. Das, wird das ist ja alles sein Patent hier. Ja, das ist alles sein Patent. Ja. Das jetzt von der Kurbelwelle, das hat es ja nicht gegeben. Nee, von der Kurbelwelle zum Getriebe zu kriegen. Ja. Da ist der Anlasser. Der musste der Zündverteiler von da nach da. Und diese Sachen hat alles ein so normaler Handwerker, Schlosser oder Meister. Ja. Und hat Form, eigener Regie der hat ja Form gebaut und das hat er alles gießen lassen. So. Und, dann, und da ist ja dann die Trockenkupplung drin. Ja. Und da habe ich das schon abgetippt drin, siehst du das? Ja. Dass sie ein bisschen weniger klappert. Ja, mach doch nichts, lass sie doch klammern. Du. Und viele Leute denken, oh Mann, die ist kaputt. Ja. Und ich freue mich, dass ich sie habe. Und, und das Getriebe selber ist aber das NSU-Getriebe? Nein, ist auch ein anderes. Nein, alles von Horex. Echt?
Und das Getriebe hat auch selber gießen lassen und hat die Horex-Komponenten eingebaut. Ah, okay. Mhm. Die Horex von der Imperator, die ganzen Wellen und die Horex-Teile. Ja. Und das war dann zu schwach und dann ist das dann nochmal ein bisschen verstärkt worden. Ja. Und ich glaube, ich habe die verstärkt. Ich habe noch so ein altes Heft, das ist von 1968, glaube ich. Da gibt es in diesem Motorradheft, da hat er das Motorrad vorgestellt, das erste. Und die hatte noch so vier Aufrufe, die gingen dann hier so hoch. Ja, das waren die ersten. Ja, er hat mit 1000 angefangen, mit 1000 ja, Kubik, genau. 1100 und dies ist eigentlich die meiste. Und dann kam zu dem Modell nachher die Einspritze. Ja. Und dann war nachher das. Mhm. Und dieses Motorrad hat Seitenwagenzulassung. Ah. Ja, da sind die Nupsis da. Also wenn ich bin älter wäre, kann ich dann Seitenwagen machen. Wie alt bist du noch werden? Ich will ein bisschen Spaß haben. Bin unterwegs, ja, bin sammeln, wie wir da. Ja, das glaube ich dir. Was am Bergstoff saufen. Ja, schön doch. Ja, Paul, ich denke mal, wir müssen mal eine Ausfahrt machen. Dass wir das Ding mal so ein bisschen präsentieren. Ja, das wäre klasse. Zieh dich ja gern. Also, wir sollen mal eine Runde drehen, du? Ja. Was? Ja. Zieh dich ja gern und dann geht er los. Klasse.
schöne Fahrt, war total klasse, ne? Ja, war klasse. Das Wetter war gut und wie gesagt, ja. Sie haben schlechtes Wetter angesagt, das Wetter war toll und... Ja, und wie gesagt, für dich jetzt das erste Mal so wieder, wo sie jetzt so läuft, das ist die erste längere Probefahrt. Ja, erstmal vor dem Jahr war ich außer Gefecht, konnte ich überhaupt nicht fahren. Nee. Und jetzt, ich habe 2-3 Touren bis jetzt gemacht. Das war eine dritte Tour eigentlich, aber die war kurz. Ja. 2 schöne Touren gemacht, der Motor läuft gut. Wie gesagt, mein Kumpel Hans-Peter mit den Vergasern. Ja, Hans-Peter, hast du gut gemacht. Ja, total pedant. Hoffentlich, dass, wenn Hans-Peter das Video sieht, wir wollen ihm hier nochmal danken. Ja, genau. Nachnamen sage ich nicht, weil er es nicht macht. Nee, aber Hans-Peter reicht ja auch. Ich habe gesagt, er soll nicht mehr herkommen. Nee. Wollte er nicht, wa? Nee, wollte ich. Schade. Ist ja ein bisschen kamerascheu. Ja, jeder sein eigener. Er braucht das nicht. Ich muss hier noch was bemängeln. Ja. Das muss nun mal ausgerichtet werden. Das, weil das nicht so ist, wie das gehört. Ja, da kriege ich hin. Musst du lösen und dann... Einmal lösen, einmal eine Bindenschraube und einen Tick drehen. Ja, geht los. Aber ich fand das, selbst wie ich im Auto, ich bin ja jetzt mitgefahren und habe den Sound ja gehört, wo du einmal an mir vorbeigeblieben bist. Oh, das ist so schön, du. Nee, sie läuft erst früher, haben die Vergaser, ich will ihn ja nicht loben, aber die Vergaser haben ein Loch gehabt. Ja. Und erst... Und jetzt zieht er richtig schön hoch, ne? Ja. Ja, aber er hört sich richtig sauber an. Hört sich, auch von unten nach oben, es ist kein Loch, es ist kein, auch kein... Nee. Es ist total... Kein Stucker, nix. Besser geht's nicht. Ja. Paul, kommst du mich mal mit der Maschine besuchen zu mir? Ja, 100%. Dann stellen wir nämlich mal die Waldfee und die Mönch daneben. Obwohl ja die Mönch noch älter ist wie meine Waldfee. Und die Waldfee sieht aber älter aus wie die Mönch. Weil ich habe die ja so alt gebaut, dass sie so aussieht. Ne? Ich habe sie ja gesehen, wie du am Bauen warst. Ja. Ich habe sie ja gesehen. Mhm. Und das war total toll. Und auch deine Werkstatt, das ist alles. Ja, klar, man kann sich anpassen. Mhm. Basteln macht Spaß, ne? Und ich bin ja... Ja, Zeit habe ich auch nicht, aber bloß jetzt, man braucht nicht zur Arbeit. Nö. Ich kann das auch eine Woche machen. Das ist doch klasse. Nee. Oh. Naja, auf jeden Fall muss ich sagen, ich bin begeistert. Ich war früher von dem ganzen Design gar nicht so begeistert. Aber jetzt, wenn ich das so sehe, das ist doch ein Meilenstein in der Geschichte, finde ich. Dass so ein Mensch sowas gebaut hat. Zu damaliger Zeit, er war ein Phänomen. Und er hat Ideen gehabt und er hat sie einfach... Schlecht und gut, er hat es einfach durchgesetzt und hat er geschafft und hat dann eben, also eigentlich bis zum Lebensende hat er daran gearbeitet. Ne? Ja, wirklich, das war sein Lebenswerk, kann man so sagen. Und dann kam nochmal diese Mönch 2000 und das war nicht unbedingt seins. Nee, die habe ich mal gesehen auf einer Essen Motorshow und die haben auch viele Probleme gehabt in der Entwicklung. Immer noch. Das hat alles gar nicht hingehauen. Die haben nicht ausgereift. Ich habe einen guten Bekannten, der ist im Mönch Club, der hat eine, es ist nicht ausgereift. Ach, die hat er, es gibt die so richtig schön. 15 Stück haben sie gebaut. 15 Stück? 15 Stück haben sie gebaut. Oh, ich weiß nicht, wie der heißt, aber seine ist ja verstorben. Mhm. Und seine Lebensgefährtin und seine Frau damals, die hat so ein, an der Ostsee bei Insel Pöhl, hat sie so ein Landhaus. Aha. Und die hat da, keine 15 Zimmer und in jeder Zimmer steht ein Mönch. Nein. Ja! Was? Zeig ich dir, ich habe eine Karte. Das gibt's doch nicht. Die kannst du besuchen, eine ganz nette. Die kannst Wieso du besuchen. Hat die dann alle? Die hat Mönch 2000, die hat hier 2-3 Stück von. Boah. Und also, den Mann gibt das nicht mehr. Da müssen wir mal besuchen. Ja, können wir mal hin. Und wie dieser Mann 15.000 Euro verbraten hat, 15 Millionen Euro verbraten hat, hat er gesagt, es ist Schluss. Mit dem Mönch 2000. 15 Millionen. 15 Millionen. Die haben sie, glaube ich, auch mal irgendwo getestet und es war ganz schön verschrien in dem Test. Ja, ja. Da sagte sie, wenn man in der Kurve fährt, dann setzt die Auspuffanlage auf, all so ein Kram. Der Motor ist zu schwer und zu hoch und der Kumpel sagt, er fährt 200 auf Autobahn, gibt Gas und der Hinterrad dreht durch. Nein. Ja. Oh Gott. Ja. Aber eigentlich ja schön. Eigentlich schön, aber kein ABS und kein nix. Aber, die Adresse kriegst du von mir. Habe ich sogar ein Portemonnaie, kriegst du von mir. Verrückt, du. Ja. Und so eine Leute, ich freue mich, dass man so eine Leute kennt und kennengelernt hat. Hm. Oder noch kennt. Ja, aber steckt da mal 15 Millionen rein. Der wollte das. Ja. Und Friedel Münch wollte ihn mit ins Boot holen, aber das war nicht seins. Nee. Das wurde in Polen eine Firma. Also ich kenne auch nicht alles, aber ich weiß so ein bisschen. Also einer, der fährt einen noch auf der Straße. 15 Stück gibt es davon. 15 Stück gibt es davon. Was meinst du, was eine so ein Ding kostet? Das ist ja unbezahlbar. Nee, da weiß man nicht, ob die. Und sie ist begehrt. Ja, so wenn ich morgen verkaufen will, die könnte ich morgen verkaufen. Ja. Aber ich will sie nicht verkaufen, weil ich einen Schwiegersohn habe und gute Enkel habe. Nicht verkaufen? Nein, nicht verkaufen. Und wer das Geld? Nee. Ne? Ah, so ein geiles Ding. Noch. Ja, setz dich doch mal drauf. Ich
Ja, du kannst ruhig mal fahren, aber bloß jetzt, ich will einfach sagen... Ich fahre hier einmal hoch und runter. Ja. Ich mach die auch nicht kaputt. Du musst bloß aufpassen, da hinten kannst du schlecht umdrehen. Ja. Mach ja nichts. Kann ich vorwärts, rückwärts so ein bisschen. Ja. Ich will dich nur mal fahren. Da kann ich jedenfalls mal sagen, ich habe einmal auf eine Münch gefahren. Das ist doch schön. Kann ich mit angeben, Paul. Ja. Erster Gang oben. Ne? Ja, das bin ich ja gewohnt von den Engländern. Bloß auf der anderen Seite. Ja. Ich habe leider so ein bisschen runtergedreht. Ja, das ist die einzige Schraube, die du drehen konntest. Das ist diese Drosselschärfen. Wie wir wieder hier waren, weil hatte ich viel Stand gehabt. Vorgestellt, dass das so leicht geht alles. Nee, bloß mit Bremsen schalten. Dann musst ja. Und weißt du, wenn du zu doll in die Bremse langs fahren, du musst ein bisschen mit Feingefühl. Ja, habe ich gemerkt. Die geht ganz gut hier vorne. Ja, und wenn man die lange so gezogen hält, dann zieht sie immer noch mehr so rein. Ne? Das finde ich so schön an den Bremsen. Ja. Viel besser wie eine Scheibenbremse, ja. Finde ich. Du. Ja. Toll, klasse Ding, du. Wirklich. So, jetzt kann ich mal sagen, dass ich auf eine Münch gefahren bin. Haha, und ihr Mann nicht. Ja, jetzt, Paul, filmen wir die Maschine noch mal schön ab, damit alle sehen können, dieses Wunderwerk. Mit einer schönen Musik dabei. Machen wir immer so. Paul, ich sage vielen Dank. Ja, ich habe mich gefreut, dass ihr hier wart. Alle ja, beide. Ja. Ganz große Klasse. Fand ich auch. Mal sehen, wenn ihr so viel Zeit habt, noch einen Kaffee trinken. Und dann können wir ein bisschen weiter sammeln, ohne Film. Machen wir. Und genau. Dann, wie gesagt, der Sommer ist lang ja. Und ja. Aber du hast ja noch ein paar mehr Schätze hier. Vielleicht ja. Kommen wir ja noch mal wieder. Ja, meinetwegen. Ja, ihr könnt ja was mich noch interessiert, deine Sandbahnrennmaschine. Ja, ich hab. Und dann deine Geschichten dazu. So. Ah, Müller kriegt mehr Geschichten als ich, aber bloß ein paar Geschichten kenne ich auch, ein paar gute. Ja. Und ich bin, muss ich sagen, wirklich von als kleiner Bengel da von Dix bis in der internationalen Klasse mit den besten Fahrern der Welt mal am Band gestanden zu haben. Also mach mich stolz. Ja, das ist auch schon was wert. Ja. Finde ich auch. Ja. So, wir sagen tschüss. Bei diesem schönen Wetter. Wir trinken jetzt noch mal einen Kaffee, ne? Ja, genau. Tschüss.